Einen wunderschönen guten Morgen hier und heute an Tag Nummer 6. Ich kann es nicht mehr zeigen. wir sind jetzt hier auf einem kostenlosen Parkplatz, Astplatz, haben die Nacht hier verbracht. Gestern war irgendwie ein komischer Tag, keine Ahnung. Ja, aber heute wird es definitiv wieder spannender als gestern. Wir sind ja eigentlich gestern bloß hierher gefahren von dem Campingplatz. Vorher noch einkaufen gewesen. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Heute fahren wir in Hippie-Kugel nach Nimbin. Und dann fahren wir noch nach Byron Bay, den östlichsten Punkt Australiens, vom Festland. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und schon fleißig geshoppt in Nimbin. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Ich könnte langsam was essen. Aber es ist doch schon. Es ist merkwürdig, ja. Sehr viele verrückte Leute hier. Aber, cool. Aber sehr ernst. Jetzt mal was anderes, ne? Ich bin gespannt, was wir noch alles sehen. Platz für heute und für morgen. Wir bleiben hier 2 Nächte. Es ist warm und wir gehen jetzt was essen, verspätetes Mittagessen und danach gehen wir dann an den Pool. Und dann war es das auch schon für heute. Morgen gehen wir dann wandern. Ja, endlich wieder wandern. Ich bin so aufgeregt. Genau, das ist erstmal der grobe Plan. Also ab zum Pool. Einen wunderschönen guten Morgen hier und heute am Tag Nummer 7 in Byron Bay. Ja. Wir sind heute ganz gemütlich aufgestanden, ganz entspannt, noch nichts gegessen, trotzdem voller Tatendrang. Wir laufen jetzt in die Stadt. Ja, wir wollen was essen gehen und dann wollen wir noch zum Leuchtturm laufen. Jo. Ein kleiner Wandertag heute wieder. Es ist echt mega heiß. Naja, mal gucken, wie die Stadt aussieht. Wir nehmen euch wieder mit. Bis später. Thank you.
zum Leuchtturm von Byron Bay gelaufen. Vorher haben wir erstmal Byron Bay so ein bisschen erkundet, die Innenstadt. Vorne am Meer, sind dann zum Leuchtturm gelaufen. Ja, bin ich umgeknickt. Nicht cool. Ist auch scheiße heiß es hier. Es ist wirklich warm. Ja. Jetzt haben wir noch gerade bei Aldi unser Abendbrot eingekauft und gleich geht's mit Uber zum Campingplatz. Nein, das wäre noch mal eine halbe Stunde. Ja. Das reicht für heute mit Laufen. Ich muss echt sagen, es war anstrengend. Es war echt schön, wirklich wieder wunderschön. Aber auch so anstrengend, ich bin total durch. Jetzt will ich eigentlich nur noch an den Pool mich abkühlen und den Tag ausklingen lassen. Hm? So machen wir das jetzt.